Kennt ihr das? Ihr öffnet YouTube und plötzlich wird euch ein neuer Trailer für euer Lieblingsgame angezeigt und ihr seid sofort hyped, weil, oh mein Gott, mein Lieblingsspiel bekommt einen neuen Teil? Aber nach 3 Sekunden wird klar, warte mal, das ist gar kein Trailer für ein neues Spiel, sondern für eine Serie oder eine Filmadaption. Yay oder auch nay. Kennt ihr das Gefühl? Haut euren Frust gerne mal in die Kommentare. Ich erinnere mich noch, als die Witcher-Serie angekündigt wurde und wir wirklich skeptisch waren wegen Henry Cavill, bis der sich als totaler Fan der Buchreihe entpuppte und die Serie mit ihm auch richtig gut wurde, bis sie dann einfach ja, nicht mehr so gut war. Und dass er die Rolle nicht weiter einnehmen wird, ja, das ignorieren wir jetzt einfach mal, denn mein Punkt ist, Serien- und Filmadaptionen von Games, Büchern und Co. können auch richtig gut sein. Und umgekehrt funktioniert das genauso. Denn auch die ein oder anderen Bücher, Filme oder Serien wurden als Game richtig gut umgesetzt. Marvel's Spider-Man zum Beispiel, also insbesondere die neuen Teile und das fabelhaft umgesetzte Schwingen durch die Straßen von New York sind halt einfach genial. Und sich in spannende Geschichten zu verlieren, das ist halt auch immer geil. Ganz egal, ob das nun Bücher, Games oder eben Filme und Serien sind. Natürlich kann eine Umsetzung manchmal beschissen sein. Und gerade Film- zu Videospielumsetzungen haben einen langen, qualitativ schwierigen Weg hinter sich. Also was da in den 90ern und 2000ern abgeliefert wurde, holy shit, ist das, das war Schrott. Purer Datenschrott. Wirklich, da war so viel Müll dabei. Das ist nochmal ein eigenes Video wert. Aber es gab in dieser Zeit eben auch echte Klassiker, wie zum Beispiel GoldenEye, Rainbow Six und die Lego-Spiele zu Star Wars oder auch Harry Potter zeigen, dass man eben auch nicht automatisch was Schlechtes vor sich hat, nur weil es von einem auf ein anderes Medium gesprungen ist. Leider war und ist aber der Anreiz, den großen Namen zu nutzen, um dann zum Beispiel ein oder gar mehrere durchschnittliche Spiele zum Release eines Films rauszubringen, immer noch sehr hoch oder lohnend. Also ich meine, hey, wo sind die Paw Patrol Racer Ultras unter euch? Ja, gut, nirgends. Aktuell ist es die The Last of Us Serie, die bei vielen ziemlich gut ankommt und safe den einen oder anderen dazu bringt, das Game dann doch nochmal zu zocken. Übrigens, am 28. März kommt zufälligerweise auch das Remake vom ersten Teil endlich auf den PC. Ja, ich habe das eher kritisch betrachtet, denn seien wir mal ehrlich, ein wirkliches Remake hat The Last of Us jetzt eigentlich gar nicht gebraucht, aber gut aussehen tut das Ding und Spaß macht's auch, also ja, das Video dazu ist übrigens jetzt oben rechts in der Infocard verlinkt. Falls man das Game nur durch die Serie kennt, es also sowieso nicht gezockt hat, dann lohnt sich ein Remake wenigstens auch für die jeweilige Person, also go for it. Bei Cyberpunk 2077 gab es übrigens ein ähnliches Phänomen mit dem Anime Edge Runners. Dieser wurde im September 2022 auf Netflix veröffentlicht und spielt im gleichnamigen Universum. Produziert wurde der Anime vom japanischen Animationsstudio Trigger in Zusammenarbeit mit CD Projekt Red, also dem Entwicklerstudio hinter dem Spiel. Und die Spielerzahlen auf Steam sprachen dann auch Bände. Zum Start des Animes im September gab es einen Anstieg der Spielerzahl um knapp 315%. Danach ist es wieder langsam abgeflacht, aber es ist auf einem stärkeren Level geblieben, als es eben vorher war. Man muss aber auch dazu sagen, Cyberpunk wurde extrem unfertig released und war daher für viele von uns eine ziemliche Enttäuschung. Aber wie so viele Games ist es mit der Zeit durch Patches und Co. besser geworden und mittlerweile lohnt es sich auch wirklich, mal in die Welt einzutauchen. CD Projekt Red scheint jedenfalls, was Serienumsetzung angeht, den richtigen Riecher zu haben. Auch The Witcher 3 konnte zum Serienstart auf Netflix einen Anstieg der Steam-Spielerzahlen verzeichnen. Zwar längst nicht so stark wie bei Cyberpunk, aber immerhin gab es im Dezember 2019 trotzdem einen Anstieg um knapp 107%. Und das bei einem Spiel, das zu dem Zeitpunkt schon eher zu den alten Eisen gehörte und mit einer Serie, die auch noch ziemlich unabhängig davon produziert wurde. CD Projekt Red hat dann zwar ein paar von der Netflix-Show inspirierte Questlines noch ins Spiel gebracht, aber grundsätzlich standen die beiden Dinger sehr unabhängig voneinander. Und dann kommt da ja noch ziemlich bald der Super Mario-Film. Der wird definitiv ein monetärer, erfolgreicher Blockbuster werden. Ob das Ding auch ein Kunstwerk wird, naja, das sehen wir dann mal. Aber wie sagen schon die Minions, Banana! Es wird vermutlich kein Oscar gewinnen, aber dafür umso mehr neue Spieler für alles rund um Super Mario begeistern. Anders als der originale Super Mario Bros. Film übrigens. Bessere Werbung für Mario Odyssey, Mario Kart, Mario Golf oder Mario wird es wahrscheinlich nicht geben. Ich sehe jetzt schon genervte Eltern an den Kassen von Mediamarkt, die nach dem Kinobesuch eine Switch kaufen müssen. Aber das ist ja noch ein bisschen Zukunftsmusik. League of Legends Arcane dagegen, das konnten wir schon alle genießen. Auch wenn ich kein großartiger League of Legends Spieler bin, das Game bzw. Gameplay hat mit der Serie auch quasi gar nichts zu tun. LOL hat aber trotzdem ein sehr interessantes Universum und das hat Arcane halt zelebriert. Die Inszenierung dieser großartigen Welt und der Artstyle grundsätzlich, ja, das war halt das, was bei Arcane sofort begeistert hat. Ich habe zwar keine Spielerzahlen von League of Legends zur Hand, aber ich wette, dass auch hier der ein oder andere dann danach überlegt hat,
Das könnte ich mir doch mal runterladen. Ist ja auch noch kostenlos gewesen. Oder vielleicht waren auch Leute dabei, die einfach wieder angefangen haben mit League. Die wurden dann allerdings daran erinnert, dass dieses Spiel... Naja... Ja, die wurden dran erinnert, warum sie es deinstalliert hatten. Weil sie einfach depressiv waren, weil sie nur noch auf die Fresse bekommen haben. Nachdem der Top-Laner erst den Grumble und dann die gegnerische Midlane feedet und AFK'd und ach, ist alles scheiße. Egal. Und aus Adaptionen entstehen ja auch nicht nur neue Spieler. In Bezug auf Arcane sind so viele neue Geschichten, Fanarts und Cosplays entstanden. Und das ist ja auch einfach grundsätzlich großartig. Und dann kommen wir noch zu einem richtig großen Titel in diesem Video nicht drumherum. Richtig, Paw Patrol Racing. Nein, Hogwarts Legacy. Ja, das gibt gerade eine ziemlich kritische Diskussion darüber, aber darauf möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen. Ihr wisst sowieso, wo ihr euch diesbezüglich informieren könnt. Und wenn ihr keine Ahnung habt, worüber ich spreche, 12 Punkte für euren MySpace-Account. Aber Harry Potter bzw. die die Zauberwelten ist ein eigenes erfolgreiches Universum, das es nicht nur im Fernsehen, sondern jetzt erneut in der Gaming-Welt geschafft hat. Und Hogwarts Legacy ist für sich genau mein gutes Spiel, weil es halt auch für sich entwickelt wurde. Denn die Zeiten von Spiel zu Film gleich einfach schlecht sind längst vorbei und das wiederum ist gut so, weil spätestens mit dem MCU auch klar wurde, dass es um medienüberspannende Universum geht. Kleiner Spoiler, The Last of Us wird nicht die letzte Sony-Serie sein, die den Sprung vom Spiel zum Streaming bzw. auf die Leinwand machen wird. Haut doch gerne mal raus, was ist eure Lieblings-Videospiel-Verfilmung? Vielleicht ja der Assassin's Creed-Film. Nein, ganz sicher nicht. Oder welche Videospielreihe hat eurer Meinung nach mal eine richtig geile Serie verdient? Ich freue mich tatsächlich auf den Dungeons & Dragons Film, nachdem der erste für immer vergessen werden sollte. In dessen Tonne findet man auch Far Cry mit Til Schweiger.